Willkommen zurück zu League of Legends. Ich befinde mich heute mal in einem Rank-Game zusammen mit dem na, Chantau, mein Gott, jetzt habe ich den Namen fast vergessen. Und ihr hört wahrscheinlich schon an der Soundqualität, ich habe mal mein Mikrofon ein bisschen anders hingesetzt, denn es hatten sich einige Leute darüber gewundert, warum die Videos denn so leise waren. Ich habe auch gerätselt, ich habe keine Ahnung gehabt, warum und wieso das Ganze passiert ist. Und ja, habe mich dazu entschieden, jetzt das Mikro, wie gesagt, umzustellen. Ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben, ob es jetzt besser für euch ist oder ob ihr sagt, hat sich irgendwie gar nichts getan. Und dann würde ich da noch mal ein bisschen dran rumprobieren. Aber ich glaube, das ist jetzt schon merklich ein Unterschied. Ich laufe außen rum. Shantau! Der Power Level. Power Level over 9000. Wollen wir den Gromp machen oder nicht? Ja, doch, doch, doch. Okay. Du bist ja, spielst ja im hohen Elo, ADC. Wie ist das denn? Man wechselt sich ab mit der Akku vom Gromp, oder? Ja, also du sollst ihn hitten, dann sollst du Damage kassieren und danach schiele ich dich. Und wenn Schild vorbei ist, dann tank ich. Okay, alles klar. Gut, weil ich habe nämlich noch nicht so richtig den Plan. Weil ich meine, in meiner Elo hier macht man meistens den Gromp nicht, weil der Jungler voll oft da anfängt. Genauso ist es unten mit den Krux, aber. Also meistens nimmt der Supporter dann einfach einen Pot. Tankt die meiste Zeit. Also wenn das Schild ab ist, dann tankst du wieder. Jetzt quasi. Okay. Gut. Weil ich habe ein paar Mal gesehen, manche machen da auch das so, dass der ADC dann die komplette Erfahrung bekommt. Macht das bei einem Champions Jinx macht es wahrscheinlich keinen Sinn, ne? Nicht wirklich. Und mit Janna ist es auch geiler, denke ich. Dann kann ich dich ein bisschen. Ich weiß nicht, ich kann die Lane da auch pushen mit dir. Oh, die läuft in die Rocket zu bringen. Na doch. In die Traps meine ich. Aber ich habe nur Angst vor der Passiven. Deswegen bin ich ein bisschen zurückgegangen. Ah, das ist halt der große Vorteil, ne? Wenn wir Level 2 sind, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist halt immer noch super stark. Ich habe mir erst überlegt, ob ich den W skille, aber ich dachte mir, komm, wenn du den hochhaust, rennt er perfekt in meine Traps rein. Falls ihr euch fragt, welches Elo das gerade ist, ist ja mein Main-Account. Das ist Diamond 4. 30 Punkte habe ich circa. Also ist schon mein höchster Account. Und ich habe ja auch gesagt, ich werde in der neuen Season wieder ein bisschen mehr tryharden. Das heißt, da wird auch wieder ein bisschen mehr Solo-Queue und vielleicht auch Duo-Queue kommen. Mal gucken. Problem ist ja, ich würde gerne auch mal echt öfter mit Satan oder mit dir spielen, aber ihr seid ja eigentlich immer in einem etwas höheren Elo als ich. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe zwar mal mit Satans Worst Smiter-Account dann gespielt, aber ja, das fällt halt schon auf. Satan spielt halt schon ganz anders als ich. Ich freue mich echt schon sehr auf den neuen Jinx-Skin, muss ich sagen. Also der wird richtig cool. Der wird auf jeden Fall richtig fetzen. Weil Jinx ist einer meiner Lieblings-Champions und den dafür einen neuen Skin zu haben, ist auf jeden Fall Glaube, die richtig sind geil. Busch. Vor allen Dingen, weil die Explosion ja auch so geil aussieht, ne? Na, die stand aber nicht vorne. Schade. Soll ich es nochmal da reingelaufen? Glaubt man auch gar nicht, ne? Die Dinger machen ja auch Schaden. Das ist ja das Geile. 100 Zwar nicht denke viel, ich, ne? 80. 80, ja. Warte mal, ich geh mal hier hoch. Ja. Ah, oh, never mind. Hast du noch Summoner hier? Nee, oder? Ja, hab ich. Okay. Oh shit. Der Bates! Ich hab kein Wort. Die guten alten Heal-Baits. Wer kennt sie nicht? Naja, nee, also. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch flashen muss, aber er hat ja halt auch geflasht. Ich brauche noch ein bisschen Gold, dann habe ich mein BF. Für 100, knapp. Warte, ich hau gerade einen Tornado rein. Ja, deswegen habe ich auch aufgehört.
Nice. Sehr schön. Wie ist das denn mit dir? Hast du schon von den Änderungen gehört? Also ich habe auf dem PBE gelesen, die wollen bei Ari ernsthaft den Charme so verändern, dass er nicht mehr den Schaden von den Fähigkeiten erhöht. Das wäre doch echt dumm, oder? Ich meine, ja, die wollen, also der Charme, wenn du jemanden triffst mit einem Charme, ja? Dann erhöhst du ja allen magischen Schaden, den das Ziel von dir bekommt. So, ist das so, ja? Das wusste ich gar nicht. Ja, doch, das ist wie DFG. Und das wollen die jetzt entfernen. Das heißt, es wird nicht nur DFG entfernt, was ja sowieso schon ein gutes Item für Ari war, keine Frage, aber es soll auch noch der Effekt von Charme verändert werden. Was total dumm ist, meiner Meinung nach, weil, ich meine, wenn du den Champion auf einmal 40% des Damage-Outputs wegnimmst, ne? Also, sagen wir mal 20%, wenn du jetzt ohne DFG spielst, ne? Das ist schon ein bisschen räudig. Ja, auf jeden Fall. Weil, ich meine, Ari ist ein Champion, der soll Leute einfach assassinaten. Und nicht, ja, keine Ahnung. Also das ist schon echt ein bisschen... Ich bin gespannt, ob sie das wirklich so auf die Live-Server bringen. Dann werden sie die anderen Fähigkeiten irgendwie... Ja, die buffen auch die Scalings vom Charm und so. Aber ich meine, ganz ehrlich, okay. Die buffen das Scaling vom Charm um 0,1 oder so. Das bringt halt nichts. Ich glaube nicht, dass es großartig was bringt. Ups. Ich bin auch gespannt, ob während der Season Graves genervt wird. Denke schon. Ich glaube eigentlich auch. Ich finde eigentlich eine Jana Lane auch ziemlich cool. Die Diana ist da? Ich bin tot, ja, ich bin tot. Oh. Nee, nee, der hat keinen Jump mehr. Können wir easy weg. Sehr gut. Ah, das war ein bisschen zu gierig von mir. Da war ich zu weit draußen. Scheiße. Okay, die hat aber dich, glaube ich, nicht gesehen, ne? Nee, die ist weggerannt wegen dem Jace wahrscheinlich. Wegen dem Jace, ja. Der Mordekaiser hat übrigens irgendwie, habe ich gehört, 600 Games mit Morde. Also zumindest hat das einer in der Champion-Auswahl gesagt. Ja. Das ist natürlich echt heftig. Lustig, dass es echt Leute gibt trotzdem, die solche Champs noch in sag ich mal, in etwas höherem Elo spielen. Also ich hätte nicht gedacht, dass man noch Leute sieht wie Mordekaiser Main irgendwie ab Platin oder so. Ich meine, der Champion hat ja wirklich zwar viel Damage Output, aber er kann ja gar nichts. Ja, nichts aus der Schaden machen, ja. Er kann sich ja gar nicht wehren, er hat keinen Escape, er hat keinen Gap Closer, nix. Ich meine, das in der jetzigen Meta-Zeit ist das wirklich die Hölle. Noch mal weg. Ja, okay. Ich geh mal warden. Da ist ein Pinkwort drin in dem Busch. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Nur die geben mir den für lau. Auch gut. So, ich habe jetzt auch meine Ult. Ich guck schon immer mal. Hast du eigentlich einen Tipp für Jinx-Ults? Du benutzt sie ja immer relativ spät, ne? Also ich bin jemand, ja, der die echt öfter immer einfach so rausknallt. Aber du benutzt die wirklich nur, wenn du dir auch hundertprozentig sicher bist, dass du damit echt jemanden erwischen kannst. Ja genau, wenn halt jemand die Lane gerade rauspushen, Kill geholt hat, der low war und dann gerade basen geht quasi. Und dann schon im Shop ist vielleicht. Dann schieße ich die einfach auf die andere Lane. Ich kann auf die Zyra eigentlich gehen. Ah, die ist tot. Oder? Auch nicht. Da kommt jemand. Warte. Das Problem war, ich habe nichts gesehen durch die scheiß Smokebombe. Naja, die Smokebombe ist echt gut. Manchmal, in manchen Momenten halt. Warte mal hier oben. Meine Ult war wieder schon. Na gut, die hat ja eh geblockt. Ja, aber die war zu früh benutzt. Oh mein Gott. Easy. Das war echt close. Hätte ich da nicht geflasht, hätte mich die Pflanze zerschmettert. Holy shit. Also das wäre schon ein Gnarspot. Ja. Fuck, ey.
Oh, die machen den Dragon. Oh, lol. Das war aber eine smooth Combo. Wie findest du eigentlich die Änderung, dass man jetzt mit der Nah-Ulti, wenn man die hochskillt, auch einen geringeren Cooldown auf dem Bumerang hat? Dafür am Anfang halt nicht mehr so ein Hoch, ja, nicht mehr so gut. Ja, das musst du machen, weil auf der Lane war das echt Pain. Du hast ihn gefangen, konntest ihn direkt wiederwerfen mit dem Brutalizer. Ja. Also auf jeden Fall gerechtfertigt die Änderung. Ja, finde ich aber auch. Das ist echt schon ziemlich stark gewesen. Oh, die ist nicht tot. Lol. Hat der jetzt einfach aus Frust die Ult auf den Jace gehauen? GG. Jinx ist immer erst im Late-Game so richtig spaßig, finde ich. Wenn sie dann erstmal ihr Infinity Edge und ihr Static hat, dann... Ja, die beiden Items, ey, dann ist es so Zerstörung. Dann ist Rippung. Ja. Dann stehst du wirklich den ganzen Teamfight einfach nur hinten. Da reicht manchmal ein Angriff. Nochmal basen. Vielleicht kriege ich einen. Ah, nee. Der Mordekaiser ist tatsächlich... Na, der ist tatsächlich nur auf die Lane gelaufen. Ja. Vielleicht hätte ich den an der Lane wegklatschen können, aber das ist immer schwierig, gerade bei dieser Schildenergie. Da weiß man immer nie, ob man den auch noch kriegt. Ja, das stimmt. Ich muss sagen, bei so Supports wie Zyra, ne, oder auch Sona, Annie, da finde ich immer extrem, wenn du nach dem Game auf diesen Damage-Meter schaust, wie viel Schaden die wirklich in einem kompletten Game rausgehauen haben. Da sehe ich oft wirklich eine Zyra komplett oben. Ja, der Base-Damage ist super hoch. Ja, das ist echt heftig. Und dann bauen sie eh noch meist AP. Ah, ich bin so dumm. Ah, das war einfach nur dumm. Das war einfach nur richtig dumm. Das war einfach nur richtig stupid. Eigentlich muss ich wissen, dass die da im Busch hockt. Weil die geht sogar auf Katalysator. Oh ja, Gott. Ich kann alle Moves gebaut. Oh Gott, ey. Das ist so nervig. Schon zweimal gestorben, weil ich einfach mehr Map Awareness hab wie ein Toastbrot, ey. Der Mordekaiser hat auch gut gefarmt. Ich finde auch, so ein Champion wie Cassio ist momentan auch richtig stark. Ja, auf jeden Fall. Also würde mich nicht wundern, wenn die in der LCS bannen oder picken. Ich denke mal, das wird auch so sein. Definitiv. Die wird permanent gebannt sein, denke ich. Ja, die ist echt strong. Vor allem seitdem du das den E-Spell besser spammen kannst, ne? Ja. Das war dieses Scheißding, ey. War schon wieder ein Map-Bug oder was? Nee, wieso? Ich dachte gerade. Du maxst aber auch das Schild mit Janna, ne? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, macht ja auch am meisten Sinn. Okay, Botlane ist immer noch Miss. Die Sprüche von Jinx, das sind so gut. Oh, Alter, da haben sie schon beide im Busch gehockt, hast du gesehen, ey. Wie die Räudigen. Ist aber gut, wenn die Zyra. Du kannst, ich glaube, ich sogar roam gehen. Ich weiß nicht, ob du hier bei mir noch was machen kannst. Aber das Ding wenn ist unser, ich roam. Wir können den Lord nicht töten, zu zweit, denke ich. Wenn er dies noch kommt. Ich komm. Ich komm Richtung Mitte. Alter, der ist schon Level 10, holy shit. Der macht den ganz schön fertig da. Hallo, Jace. Lol. Der wollte ernsthaft juken. Ja, auch vor allen Dingen, wenn wir da Vision haben, das war doch richtig dumm. Es war gut. Ja, das war schon ein bisschen merkwürdig, ja. Manchmal nehmen sich die Jungler, finde ich, zu viele Attacks. Vor allem, weil man jetzt, finde ich, echt gut Gold bekommt im Jungle. Gerade jetzt mit den Änderungen, dass die Krabbe zum Beispiel mehr Gold gibt. Das Item 30 Gold pro Kill gibt.
Oh. Toll. Diese Krabbe. Lara kommt wieder runter. Nein. Okay. Können wir den Grund machen? Ja, können wir auch. Kann ich einfach die Cassio gegen den Mordes spielen und ihn einfach tot spammen? Report Jace? Oh Gott, ja. Alter, die Range, ich kann die Null einschätzen von der Zyra. What? Oh shit. Alter, was zum Teufel? Holy shit, Mann, ich hätte nicht gedacht, dass die nochmal für mich geht. Das war echt kacke, ey. Oh. Das ist nicht mein Game. Nicht so gar nicht. Aber egal, ich komme vielleicht übers Late. Ich muss sagen, ich habe noch einigermaßen gut gefarmt, dafür, dass ich so kacke stehe. Muss halt echt aufpassen, dass der Mordekaiser nicht zu fett wird. Aber ich glaube nicht, dass der im Late-Game was gegen mich machen kann. Wenn du peelst für mich, ne? Dann knall ich da einfach rein mit dem Rocket Launcher. Ist Janna eigentlich immer der Support, den du auch pickst, wenn du Support gehen musst? Ja. Janna ist einfach ziemlich stark. Wow. Diana, Alter. Die ist auch ein ganz schönes Brett, ey. Ich komm mal mit. Bringt, glaube ich, nichts, wenn ich hier unten bleibe. Lol, der Mordekaiser ist aber auch komisch, oder? Ja. Macht andauernd so Mad-Ults. Okay. Ist er nicht getroffen? Oh Gott. Okay. Okay, ich gebe was. Wow, ey, dass die Zyra da echt stehen bleibt, hätte ich nicht gedacht. Ich meine, dafür ist sie jetzt halt gestorben, ne? Ja. Ich dachte echt, der Mordekaiser wird getötet durch mich. Wir werden gerippt. Rein um dein Leben. Shit, okay, ich hab mein IE. Du stehst aber immer noch recht gut, ey. Ich glaube, hätte ich nicht die Fehler da auf der Botlane gemacht, dann hätten wir die Lane auf jeden Fall gewonnen. Mordekaiser pusht jetzt top. Der kann gegen mich aber, glaube ich, noch nicht so viel machen. Also er hat zwar ein bisschen Rüstung, aber normalerweise 130 Rüstung sollte ihm eigentlich nicht davor beschützen, dass ich ihn kaputt mache. Ja, und du hast auch größere Range eigentlich. Naja, das ist ja. Die haben gerade eine Ward hier reingestellt. Okay. Der Raptor. Also, die Zyra könnten wir so töten. Lass es einfach drin. Nice, hab mir noch einen Assist geholt. Na komm. Du kleiner Boy. Kann ich nur aufpassen, dass mich der Typ nicht trifft. Mit seinem Q. Shit.
Holy shit, ey. Das ist ganz schön bitter, was hier gerade abgeht. Danke übrigens für die Ult. Du hast mich gerettet damit. Ich habe irgendwie gar keinen Schaden, ey. Was, wir? Oder wir haben einfach nichts getroffen. Ja, der Mordekaiser hat einfach richtig reingesplasht, Mann. Der hat an mich rangeflasht und hat mir sofort eine übelst dicke Keule gegeben, ey. Ja. Das war einfach Solo-Target-Q. Kriegst du übelst den Schaden rein. Damn Teammates. Ich glaube, die Cassio hat auch nicht wirklich eh gespammt oder muss einfach wegrennen, besser gesagt. Oh shit. Oh Gott, wie bad. Oh Gott, ey. Hast du Ult? 16. Okay. Buddy joined your channel. Oh. Hallo. Hi. Mord ist top. Mord ist hinter euch. Ich hab keine Ulti. Okay, nice. Kriegst du den? Nee, der stoppt nicht. Okay. Ja, den Mordekaiser können wir echt gut kiten. Ach komm schon, Alter. Der hat mich echt damit gekillt, ey. Komm schon. Ah, Gott im Himmel. Aber wir haben echt eine Cassio, die steht 0,5. Holy shit, ey. Hätte mal Evelyn gepickt. Ich glaube, du musst den QSS und dann kannst du die Morde Ult runternehmen. Ja, also gegen Diana und gegen Zyra. Ja, ja. Und gegen Nah. Ich hole mir jetzt auch einen QSS. Fuck, ey. Aber ich meine, ich stehe eigentlich gar nicht so schlecht. Klar, ich hätte einiges besser machen können, aber es ist noch okay. Es und verloren ist es noch nicht, ne? Es ist jetzt nicht. Nee, natürlich nicht. Das sowieso nicht. Ey. Jinx ist im Late Game einfach Boss. Das Problem ist halt, die Diana ist irgendwie voll heavy. Keine Ahnung, die hat 148 Farm, 7-0. Ich verstehe auch nicht warum. Ich verstehe das auch nicht, keine Ahnung. Also Botlane war die ja auch nicht. Nee. Ja gut, die hat halt die Dings abgefarmt, ne? Die Cassio. Volle Kanne. Oh, hier ist Morde. Scheiße. Kannst du herkommen? Ja, kann ich. Kriegt die aber ohne mich. Ich hab Scheiße. Das kann doch nicht sein, Alter. Ach, ich hab jetzt Rocket. Naja, das bringt nichts, wenn wir hier bleiben. Ne. Bin ich da? Wow. Ah, die wird turnen, die würde ich einfach holen. Könnten weiter chasen. Ich weiß nicht. Wir sind nicht gerade bitte. Ich geh weg. Pass auf, ne? Der kommt da. Oh Gott.
Komm, ich sie raus. Bist du sicher? Klar, was sollen sie machen? Okay. Warte, gut, das ist halt nah. Oh Gott. Nein, Chantal! Oh Gott, ich komm noch. Oh mein Gott. Hä? What the fuck, der hat euch echt beide damit weggesplashed. Aber ich stand doch da oben. Ja, das ist aber Splash-Radius. Splash hin und her. Ah, hin und her meine ich. Scheiße. Ach komm schon. Der hat aber keine Ult. Ach komm schon, Alter. Wie kann man denn so unlucky sein, Alter? Fuck it, ey. Echt, fuck it, Mann. Das kann doch nicht sein, dass ich da nicht einmal ein bisschen mehr Glück habe, ey. Scheiße. Ah, oh, dieser scheiß dumme Name, Mann. Der ist immer noch so fucking OP, ey. Überleg mal, der hat keine Rüstung gebaut, ne? Ich bin im Nahkampf, ich bin im Duell gegen ihn gegangen. Und hatte sogar noch, glaube ich, ein, zwei Tower-Hits gegen ihn. Und er hält trotzdem so viel aus, dass er mich einfach mit Autotext killen kann, obwohl ich seinem Boomerang ausgewichen bin. Ja. Das ist echt so gestört, ey, wirklich. Ich meine, ich bin ein AD-Carry, ne? AD-Carries sollten mit Autotext immer mehr Schaden machen als jeder andere. Hol ich mir. Fuck, ey. Das ist echt so ein Arschgame. Aber ich glaube, der killt dich. Ach, Jace. Oh, er killt den Jace. Ich wiederhole die. Ah, easy. Ey, drück mal nein, bitte. Ich hab nein gedrückt. Gib's doch nicht auf. Bei den Rank gebe ich sowieso nicht auf. Die chasen aber auch, ey, für immer, ne? Vielleicht kommt auch eh, 100%ig kommt gleich der Mordekaiser. Kasse kriegt die Diana wahrscheinlich. Oh Gott, Mord ist in der Nähe. Okay, Rippungen. Oh! Das kann doch nicht sein, ey! Fuck! Ja, na gut, dass ich dich damit töte, das wäre auch ein bisschen. Ja, gut, das wäre lächerlich gewesen, aber es wäre trotzdem schade. Chase ich doch! Na, Whip Wine! Oh mein Gott, die lässt mich davon killen! Holy shit, war das bad! Easy. Meinst du, ich soll meinen QSS auch ausbauen oder lieber doch BT gehen? Nee, geht BT. Macht mehr Sinn, ne? Ja. Okay. Machen die echt den Baron? Kann mir gar nicht vorstellen. Nee. Wir könnten die auf die Diana gehen. Sonian. Okay, passt ja. Oh Gott. Okay. Na, ist doch top. Okay. Ich glaube nicht, dass es das bringt, der Name wird gleich von oben kommen. Ja. Oh, Drake. Wenn wir den mal bekommen würden, wenigstens, ey. Ach, scheiße, der Ding steht hier. Aber probier's ja einfach. Ich schau mal, ob die. Zyra kommt. Graves kommt auch. Fuck. Wow, shit, Alter. Wie passiert das? Du solltest wegrennen. Alter, der hat überlebt! What the fuck, Alter!
Hau. Oh Gott, ey, wie konnte der das überleben? Ey, das war fast Melee-Range. Fast. Oh Gott. Ah, sehr gut. Gott, ey, und ich hab mir den scheiß Drachen auch noch stehlen lassen von dieser komischen Pflanzen. Nee, es war Grace Ulti, die den bekommen hat. Ich bin auf einmal übel krass gedroppt irgendwie, keine Ahnung. Das war, glaube ich, das war ein Auto-Tag einfach vom Graves. Der hat 600 Damage hat er mir damit gemacht. 600! Holy shit, und die Alter. Die Zyra-Pass hatte ich auch noch getroffen. Naja, das kam irgendwie zeitgleich alles rein. Ich war volle Leben, auf einmal war ich fast tot. Ich weiß gar nicht, warum die sich so aufregen. Wir können halt locker noch gewinnen, das Game. Ja, klar. Ja, den fünften Drachen sollten sie aber nicht bekommen. Ja, das wäre kacke, ja. Ist aber auch so eine Sache. Ich finde auch zum Beispiel Elise, auch wenn die 5-7 steht, ich finde den Champion nicht mehr gut, ey. Echt nicht. Momentan im Jungle finde ich so Champs wie Pantheon oder Jarvan. Ich verstehe gar nicht, warum die keiner spielt. Die ja, sind so geil. Weil die waren ja auch nicht gebannt, ne? Pantheon und Jarvan sind halt echt so strong. Oh, sie kassiert. Die kommen zu dir. Ah, ich. Oh, ulte doch, Kassio. Oh, sie hat keine Ult. Nee. What the fuck? Ich hab Homeguards. Ich bin gleich wieder da. Ja, ist ja nicht so, dass ich die mach, weil ich Geld haben will, ihr Boys, echt. Oh, das sind auch krasse Boys, die Typen, ey. Kehr! Na, ist einfach immer noch so broken, Alter, wirklich. Elise, you jump without map awareness. Alter, die hat einfach da auf den engaged, während oben einfach alle standen, ne? Das ist. Ah, ist aber nur dämlich. Ja, das ist richtig dämlich. Das war echt nicht gut von ihr. Und dann auch das ganze Team zu blamen, ne? Das ist halt das Schlimme. Ich meine, gut, wir haben den Jace mit 2-7 und Cassio mit 2-8 und ich habe auch 8-8, aber trotzdem. Wir können das Game hier easy gewinnen. Keine Ahnung, warum die sich so ins Hemd machen, ey. Sehe ich halt keinen Sinn drin. Grace ist halt momentan auch einfach echt strong. Die wollen da hin, ne? Ich kann auch kommen, aber. Ne, bringt nichts. Oh, der mich schon. Ah, die Cassio ist echt super schwach, ne? Die ist echt super weak, ey. Keine Ahnung. Also die hat echt wahrscheinlich auch im Team, wirst du nachher auch im Team, im Damage-Meter sehen. Die hat keinen Schaden gemacht, da werde ich mit dir. Das ärgert mich, ey. Easy. Damage crazy. musst du nur meine beiden Summoners burnen. Ja. Mach ich doch mit links. Machst du noch mit Jinx? Tapping ist eine große Wave. Nein, fast. Fast groß. Oh, der ist tot. Ward ist bitte. Okay, Top ist da. Ich komm. Port back einfach. Kannst du den aufhalten? Ja, ich kann ihn selber töten. Oder nicht? Alter.
Die Cassio macht keinen Schaden. Die kriegt nicht mal den Mordekaiser mit 5 AP tot, Alter. Ja, na gut, sie hat doch den Kühl nicht getroffen. Holy shit, die Leana macht Damage. Wow, das Schild von ihr, oder? Krass. Richtig krass, Mann. Wie der, wie die abgeht, ey. Die ist full equipped, ne? Na, die hat full Gear. Ja. Ah, oh, Gott, ey. Dragon kommt gleich wieder. Ja, die werden den machen, Mann. Wir müssen da eigentlich hin. Ist echt ein Problem. Ah, der Gnar ist schon da. Den krieg ich halt. Ich, guck mal, der hat sich ein Rüstungsitem gekauft, ne? Ich krieg den nicht down, den Boy. Ach, mit ein paar Crits stirbt der. Da oben ist eine Pink Ward. Oh Gott, die Sarah ist auch noch da. Alter. Kannst die du können nicht so schnell da sein. Das ist, kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Ja. Now it's fifth Drake. Kennst du schon den Wirbel aus der. Ah, Kacke. Die haben aber auch echt ein super starkes Team, ne? Also ich meine, alleine Graves und Gnar in ein Team zu bekommen, Graves ist einfach so, den darfst du dir niemals geben, Alter. Der Champion ist momentan so OP. Der ist richtig strong. Hä? Wo ist denn der? Alter, der Mordekaiser. Das ist so ein Witz, Mann, wirklich. Das ist wirklich ein Witz. Guck mal, der Mordekaiser steht in der Base und kriegt 0 Damage, 0. Das ist so geil. Aber ich meine, das ist auch kein Wunder, ne? Okay, wir töten jetzt alles. GG. Ja, ich werde auf jeden Fall die Cassio und den Jace reporten. Die waren echt toxic as fuck. Gut, wir gehen auf jeden Fall trotzdem mal in die Statistik. Denn da werden wir auch wahrscheinlich sehen, dass die wirklich keinen Schaden gemacht haben. Also ich glaube, ich habe noch relativ guten Schaden sogar gemacht. Okay. Game still in progress. Skip waiting for stats. Nice. Ich kann auf beides drücken, Shantaro. Ich kann einfach auf beides klicken. Easy. Das ist ja cool. So, da bin ich mal gespannt. 15 Punkte haben wir verloren. Guck mal meine Damage wieder rein. Ja. Da sieht man es einfach, ne? Ich meine, ich habe noch 32.000 Schaden gemacht. Und Jace und Cassio haben einfach gar keinen Schaden gemacht, ne? Ich meine, die standen am Anfang schon relativ schlecht da in der Lane. Ich verstehe wirklich nicht, wie die Diana so fett wurde. Raffst du das? Also ich raff's echt nicht. Nee, keine Ahnung. Ich hatte auch noch das meiste Gold aus unserem Team mit Abstand. Gut, liegt natürlich auch an den vielen Kills, aber ich meine, guck dir mal dein Gold an, ne? Du hattest so viel, du hattest mehr Gold als Elise. Fast so viel Gold wie Cassio. Mit Support. Das ist echt. Ja gut, Leute, schreibt fleißig mal rein, auch ob ihr die Songqualität jetzt ein bisschen besser findet, ein bisschen lauter gedreht. Und ob ihr vielleicht mal ein paar mehr Ranked sehen wollt, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.